Was geht ab? Der echte Black Panther ist wieder am Start, wieder mit einer neuen Real Life Story. Heute zwei Gäste. Ich kann sagen, die Geschichte ist sehr, sehr, sehr geil. Haut euch sie rein. Stellt euch mal kurz vor. Okay, erstmal eine wunderbare. Nein, ich. Mein Name ist Christian Zahner. Ich bin 41 Jahre alt und komme aus Dachau. Und das hier ist. Anna Zahner. Ich bin 31 Jahre alt und verheiratet. Mit dem tollsten Mann der Welt, tatsächlich. Ist es so. Ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt an. Christian Zahner, der Zuckermann. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Wie gesagt, ich kann den Leuten nur sagen, diese Biografie verspricht wirklich sehr verrückt zu werden. Ich kann ein bisschen vorweggreifen. Du warst ja mit deiner gemeinsamen Frau eine Zeit lang auf der Flucht. In Untersuchungshaft warst du. Dann habe ich auch eine Erinnerung gehabt, dass der Name Zuckermann daher kommt, dass du wirklich damals Zucker als Koks verkauft hast. Aber bevor wir dazu hinkommen, immer die Standardfrage, dass du einmal erzählst, wie du aufgewachsen bist. Was? Okay, also erstmal danke für die Einladung natürlich. Ja. Und aufgewachsen bin ich in Würzburg. Meine Mutter ist Lehrerin in einer Behindertenschule gewesen und mein Vater hat im Restaurant gearbeitet, gekellnert. Dann später hatte so einen Kiosk gehabt. Ja. Und mein Vater war eigentlich immer hauptberuflich Ganove. Nebenberuflich hat er normal gearbeitet. Was meinst du mit hauptberuflich Ganove? Ja, bevor ich geboren bin, war er erstmal 5 Jahre im Knast gesessen in Rumänien. Da hat er ein paar LKWs voll mit Whisky geklaut. Und ich bin halt immer so aufgewachsen, so Vaterseite, alles was Crime ist, ist geil. Okay. Und Mama-Seite, so ganz anständig und ja. Ach so, das ist interessant, dass da jetzt schon in deiner Kindheit diesen Bezug zu Kriminalität gab, so dass du gesehen hast, okay, dein Vater war im Gefängnis und du sagtest ja, dass du das schon irgendwie geil fandest. Ja, der hat mich halt nicht wahrgenommen, so wie ich war. Und dann dachte ich so, okay, dann machst du halt die Assi-Schiene, weil ich war als Kind so ein richtiges Weichei. Ja. So, meine Mutter hat mich halt erzogen und ich war so richtig sozial und wenn ich einen Geldschein gefunden habe, habe ich ihn so abgegeben. Okay. Und dann habe ich halt irgendwann gesehen, mein Vater findet es geil, wenn ich so Dinger drehe. Ja. Er hat mir dann Autofahren beigebracht mit 12. Und dann dachte ich so, okay, wenn du dich dann wahrnimmst, klaust du halt Autos. Ja. Und dann hatte ich einen Kumpel, den Jan, und dann haben wir immer Autos gestohlen. Ja. Und sind rumgefahren, haben die Autos kaputt gefahren oder einfach nur abgestellt. Und schon sehr früh so. Das hört sich mit 12. Mit 12 ein Auto geklaut und so. Krass, ja. Ey. Und wie würdest du eigentlich im Großen und Ganzen dann deine Kindheit oder auch Frühjugend beschreiben? Scheiße und top. Die war, also meine Mama, meine Oma, mein Opa waren ganz gerade Leute, die waren super und eine tolle Kindheit von der Hinsicht, aber von meinem Vater und meiner Vaterseite her, der war halt ein richtiger Arsch. Ja, oh, ich finde das auch irgendwie wirklich interessant, wenn man sagt, auf der einen Seite hast du wirklich eine Mutter, die dich gut erzieht, weißt du, sagst, Anstand ist da wichtig und dann bei dem Vater, bei dem das Ganze anders läuft. So. Ja. Wenn man wirklich schon früh als Kind diese beiden Parallelen hat, so. Ich frage mich, inwiefern einen das auch verändert im Kopf. Das hat mich zu dem gemacht, der ich damals war. Ja. Das hat mich halt kriminell gemacht, weil ich habe gesehen, wenn ich jetzt gut in der Schule war, war ich nie, sagst du jetzt, ich weiß, aber wenn ich jetzt mal eine 4 hatte, also sehr gut in der Schule war, dann kam von meinem Vater halt keine Anerkennung. Ja. Aber wenn ich jetzt gesagt habe, ich habe ein Auto geklaut, bin damit rumgefahren, dann hat er gesagt, nicht schlecht. Boah. Weißt du, und dann wirst du halt automatisch so. Irgendwie voll traurig, ja. Total behindert. Aber ich bin meinem Vater super dankbar, ja, weil wegen dem bin ich jetzt der, der ich bin, weißt du, wegen dem bin ich ein guter Papa, meine Frau ist eine gute Mama, ihre Mutter ist auch eine richtige Geburt zu ihr gewesen oder zu uns überhaupt, so eine Schlange. Und wegen den Leuten sind wir jetzt gute Eltern. Ja, krass, gut, dass du immer das Gute mit ausnimmst. Okay, das Interessante ist dann, okay, man hört das schon ein bisschen raus, du kamst sehr früh in diese kriminelle Schiene rein, hast Autos geklaut, so, wann fing das Ganze dann an, wo du gemerkt hast, okay, dieser Shit wird größer? Mit 12. Oh. Ich habe dann, komm, mit 12 habe ich, wie gesagt, Autos geklaut, das ging dann, als ich 13, 14 war. Mit 15 bin ich dann abgehauen nach Gran Canaria. Also hat mir, ich hatte noch einen Kinderausweis, mit 15 hast du ja noch keinen richtigen Ausweis. Ja. Ich habe den Ausweis von meiner Mutter genommen, habe den fotokopiert, habe drunter geschrieben, mein Sohn, ich bin auf Gran Canaria, mein Sohn soll bitte hinkommen, habe 100 Mark von ihr genommen, bin abgehauen nach Gran Canaria. Und dann habe ich 2,5 Jahre auf Gran Canaria gelebt. Mit 15 einfach. Genau. Und dort fing es dann an mit Betrügen. Ja. Da habe ich mal einen Schweizer abgezogen. Mhm. Und ja, so fing es an. Boah, das hört sich alles sehr verrückt an, Digga. Ja, mein Leben ist komplett verrückt gewesen. War das Jugendamt schon oft bei euch da? Nö, gar nicht. Wir sind ja damals von Bayern nach Hessen gezogen. Ja. Und dann war ein anderes Schulamt zuständig, also ein anderes Kultusministerium. Und dann ist die Sache irgendwie im Sand verlaufen. Ich war ja 17,5, als ich zurückkam. Und dann, als ich 18 war, war das mit der Schulpflicht eh hinfällig. Ja. Und
Von daher war es gegessen. Ja, man fragt sich dann wirklich, was im Kopf von einem 15-Jährigen abgeht, wenn er einfach selber schon, dass du so weit warst und du denkst, okay, du fälschst einfach mal einen Ausweis mit denen weg von Mama und Papa, 2 Jahre selbstständig gelebt gehabt. Und wie waren die 2 Jahre da überhaupt? So, kannst du ein paar auch Details erzählen von diesen Geschichten? Ja, klar, das war top. Ja. Ich habe nach, ich bin dann, wie gesagt, ich hatte 100 Mark, sonst gar nichts. Und nach, ich glaube, 3 Tagen hatte ich schon eine Wohnung mit Meeresblick. Die habe ich mir dann gemietet auf meinen Namen. Ich habe den Vermieter erzählt mit meiner Mutter zusammen. Ja. Und das lief dann alles. Lief dann einfach sehr gut. Ich habe in der Disco, vor der Disco Tickets verteilt. Ja. Also diese Einlassdinger, weißt du, mit Happy Hour auf Gran Canaria. Mhm. Und das habe ich gemacht. Das habe ich noch alles für Jobs gemacht. Alle möglichen Jobs. So. Mhm. Und was war dann eigentlich so dein Ziel? Also, dass du einfach abschalten, einfach mal überleben. Einfach überleben. Ich habe immer, ich habe damals schon gesagt, irgendwann will ich auch reich sein. Ja. Irgendwann habe ich mal Bock, reich zu sein. Ja. Weil bei meinen Eltern, mein Vater hat eine eigene Raststätte gehabt, Autobahnraststätte, also 2. Und ich dachte, bei uns läuft's gut. Also war jetzt nicht so, wie es jetzt bei mir ist, aber er hat auch ein SLK gefahren, eine E-Klasse. Ja. Und ich dachte so, geil, den Standard hast du jetzt immer. Mhm. Weißt, und dann, ja, dann ein bisschen später ging er halt pleite, weil mein Vater war ein Nullinger Geschäftsmann, der war halt Ganove. Ja. Und er hat es nicht hingekriegt, ein Geschäftsmann zu sein. Jetzt versteht man, das ist immer geil, wenn man sowas hört, jetzt kann man irgendwie deinen Werdegang auch ein bisschen mehr und mehr nachvollziehen. So. Und dann, guck mal, bei mir war es so, ich habe mit 18 dann mit Heroin angefangen. Ja. Und dann, wir haben es mit einer Ex-Freundin, die hat immer gekifft. Und ich hatte bis dato wenig Berührungspunkte mit Drogen, mal 1-2 Mal, Ecstasy oder sowas, oder mal gekifft. Und dann haben wir jeden Tag gekifft. Und dann gab es es einmal nicht. Und dann hat der Typ gesagt, ein Albaner aus Gießen, er hat gesagt, du, ich habe jetzt noch was, das heißt braunes, wirkt genau wie Gras, da ziehst du eine Nase. Ich so, ja, okay, haben wir eine Nase gezogen, haben gekotzt und wir wussten nicht mal, dass es Heroin ist. Oh. Und dann sind wir auf den Scheiß dann draufgekommen. Krank, Digga. Und auf einmal waren wir auf Age. Ja, mit 18 sagst du sogar noch. Mit 18, ja. So, was würdest du sagen, wie oft hast du das dann benutzt? Täglich. Benutzt? Täglich, ne? Ich habe die ganzen 13 Jahre, in denen ich drauf war, habe ich jeden Tag ein halbes Gramm genommen. Ja. Also ist nie mehr geworden, es war aber auch nie weniger. Ein halbes Gramm habe ich gebraucht, damit ich so bin, wie ich jetzt bin. Also damit ich mich ganz normal artikulieren kann, damit ich ganz normal bin. Und ich habe bei meinem Vater damals gearbeitet auf der Autobahnraststätte und das waren so 1,5 Jahre ungefähr. So, jetzt hätte ich auf jeden Fall gerne von dir gewusst, also im Titel wird das ja auch wirklich stehen, so vom Junkie zum Millionär. Also du würdest dich damals ja selber auch als Junkie bezeichnen. Klar. So kannst du dann wirklich beschreiben, was ist das denn wirklich so für eine Situation, wenn man weiß, man nimmt tagtäglich Heroin, was passiert im Kopf, wie fühlt sich das an so? Das hat sich für mich komplett normal angefühlt. Ich hab gewusst, wenn ich aufstehe, bin ich schon entzügig, ich habe schon geschwitzt. Ja. Dann muss ich erstmal so eine kleine Nase nehmen, dass ich auf die Höhe komme. Ja. Weißt du, und das hat sich dann immer so normalisiert bei mir. Bei meiner Frau war es ja im Grunde genauso, oder? Das ist einfach Alltag. Also es ist so, das ist wie wenn du rauchst und dann stehst du auf und rauchst erstmal eine Kippe und ne, du weißt, wenn du es nicht machst, dann wirst du, geht's dir komisch und das ist so im Alltag. Ich habe das am Ende, nach dem ersten halben Jahr, einfach nur genommen, damit ich keinen Entzug habe. Ja. Also damit diese Entzugsschmerzen weg sind. Mhm. War jetzt nie eine Droge, wo ich gesagt habe, boah, die hat mir gefallen oder so. Zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben ist deine Frau dazu gekommen? Auch in der Phase, wo du stark drogenabhängig warst. Ja. Ich lasse sie das mal kurz erzählen. Ich war ja selber drogenabhängig. Also ich habe mit 14 von zu Hause ausgezogen und dann bin ich zu meinem Ex-Freund gezogen. Dann habe ich auch mit Drogen angefangen, mit 15 halt mit Heroin. Und dann habe ich ihn kennengelernt mit meinem Ex-Freund zusammen. Er hat uns die Drogen verkauft. Das wusste ich. Ich habe auch nicht mal gefragt. Ne? Ich wusste, er hat es mitgebracht. Da war ich 19 und ich habe mit meinem Ex-Freund damals Schluss gemacht. Und dann habe ich gedacht, eigentlich mochte ich den Christian überhaupt nicht. Ja. Ich fand den total arrogant. Aber der hatte gute Stoffe, ne? Nee, so gut war der gar nicht. Jedes Mal, wenn wir von Christian raus sind und in Aufzug, ging es dann immer, oh, der ist so ein gut aussehender Typ. Er hat immer die Werbung für mich gemacht, Jackpot. Ja. Ja, und ich fand ihn immer scheiße. Und nachdem Schluss war mit meinem Ex-Freund, habe ich gedacht, ah, eigentlich ist der Christian gar nicht so schlecht. Und rufst ihn und mal an. Stoff, ne? Und er hat den Stoff, ne? Ja, keine Ahnung. Es war wahrscheinlich schon so eine Mischung aus beiden. Auf jeden Fall, ja, haben wir uns dann getroffen, nachdem er mich einmal versetzt hat, gell? Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie erlebt, dass ein Paar sich so strange kennengelernt hat, auch wie bei euch beiden. Das ist brutal. Das ist wirklich brutal, ey. Ja, das war auf jeden Fall, ich war 19 und Christian war 28. Und dann hat ihr Ex nochmal Stress gemacht, dann kam er noch mit so einem Russen vorbei, der mich dann zusammenschlagen sollte. Komm. Ich gehe so runter, die beiden stehen da, die 2 Spezialisten, und sage ich, ja. Er so, ja, bist du jetzt mit der Freundin von ihm zusammen? Sag ich so, ja. Ja. Okay. Steigt ins Auto an und fährt. Ich denke, was ist da denn los?
So, wir haben das jetzt nochmal festgehalten, wie ihr beide euch kennengelernt habt. Ihr habt dann angefangen, Heroin zu nehmen. Ich glaube, das wird auch sehr viel interessieren, weil ich zum Beispiel, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wirkt sich das auf die Psyche mehr so bewusstseinserweiternd aus oder ist das einfach mehr so entspannt? Und so, ganz ehrlich, Heroin nimmst du, wenn du in der Kindheit voll viele Probleme hattest. Wir haben ja ganz viele dann kennengelernt im Drogenentzug und so. Ja. Die haben alle einen Knacks. Wenn die Eltern scheiße sind mit ihren Kids, dann kommst du auf Heroin. Ganz klassischer Weg, weil das Heroin, das lässt sich halt alles vergessen. Ja. Du ziehst eine Nase und auf einmal fühlst du dich gut. Weißt du, die Probleme, die du daheim hast, sind auf einmal weg. Und das ist ja die Scheiße, das ist ja das Gefährliche an dem Zeug. Ja. Also du bist die ersten Male, muss man sagen, bist du... Du schläfst einfach nur, also bist du richtig irre. Also ja. Es ist... Und vergisst halt deine Probleme. Aber das geht auch vorbei. Also dieser Kick hält auch nur die ersten paar Male. Und dann nimmst du es tatsächlich nur, nicht um irgendwie voll aufgeweckt zu sein oder wie auch immer, sondern einfach, dass du keinen Entzug kriegst, dass du keine Beinschmerzen kriegst, keinen Schweiß, was auch immer. Und bei euch, wie man das jetzt rausgehört, als ihr dann zusammenkommt, habt ihr das ja gemeinsam genommen. Bestand da irgendwann mal so eine Situation, wo ihr euch gedacht habt, Digga, was machen wir hier? Wir wollen hier weg von... Du, ich wollte jeden Tag weg von Heroin. Ja. Jeden Tag. Und wir waren ja dann dreimal im Entzug zusammen. Und wir sind aus dem ersten rausgeflogen. Dann sind wir aus dem zweiten rausgeflogen. Ich musste halt immer den Staatsanwalt anrufen, weil der schon einen Haftbefehl erlassen hat. Und dann immer sagen, hey, beim nächsten Mal schaffe ich es. Und dann gehe ich in Therapie. Und beim dritten Mal hat er halt gesagt, nö, jetzt nicht mehr. Genau, dazu kommen wir auch noch gleich auf jeden Fall. Was hat sich da eigentlich bei euch im Umfeld noch so getan? So, haben eure Eltern das mitgekriegt, vielleicht Geschwister von euch so? Haben andere Leute von außen nicht versucht, euch da zu helfen, rauszuholen? Du, mein Vater hat immer gesagt, hör auf, gell, ist scheiße, aber im normalen Ton, weil viele Eltern schreien dann ihre Kinder an oder so. Und meine Mama hat immer gesagt, würde mich voll freuen, wenn du aufhörst, aber meine Mama hat ihr letztes Hemd für mich gegeben. Ich war ja Dealer die ganze Zeit, als es dann später nicht mehr ging mit dem Dealen, weil mich einer verraten hat, sehr gay, also übrigens sehr gay, wie ich finde, aber egal, als mich sehr gay verraten hat, dann war ich ja auf einmal, ich konnte nicht mehr dealen. Diese Dealnummer war durch. Und meine Mama, Hut ab, die hat mir immer Geld gegeben, auch die hat dann als Altenpflegerin gearbeitet, weißt du, in so einer Pflegeeinrichtung. Sie fand es nie gut, aber sie hat ihn immer unterstützt, auch wo wir auf Flucht waren, immer, sie war immer für uns da und auch wenn sie es total scheiße fand, die ist auch mitgefahren und also die Mama ist auf jeden Fall die Beste. Ein Goldstück. Mama ist die Beste, die ist echt toll. Auf jeden Fall, so kennt man das eigentlich auch nur von Müttern. Okay, dann sagtest du vorhin auch Haftbefehl, jetzt kommen wir auch dazu. Wie kam es dazu, dass der erste Haftbefehl erlassen wurde? Ich habe gedealt, dann hat mich Sergi verraten, dann war das mit dem Dealen durch. Aber ich musste ja weiter meinen Stoff bezahlen. Ja. Dann bin ich ab und zu noch nach Holland gefahren, habe das Zeug geholt, aber eher für mich, für den Eigenbedarf, damit ich nicht den Scheiß von der Straße kaufen muss. Und dann musste ich aber das Geld dafür machen. Und dann... Damals hatte ich noch einen Führerschein und dachte ich so, okay, was machst du jetzt? Dann fing es so mit Betrug an bei mir, weißt du? Und ich war immer ein Top-Betrüger, dann habe ich mit Bankkarten Dinger gedreht, dann habe ich verschiedenste Sachen gemacht. Ich habe jetzt nie irgendwie ältere Leute abgezogen oder so, mein Ding war halt so Banken. Ja. Genau, ihr hattet dann Haftbefehl, weil irgendeiner nicht verraten hat. Genau. Und dann hast du es mitbekommen. Und dann irgendwann ging der Haftbefehl, also ich hatte die Verhandlung, dann sollte ich 2 Jahre ins Gefängnis und dann ging halt der Haftbefehl raus und dann sind wir aber in Therapie. Der Staatsanwalt hat mir eine Chance gegeben, das war der Herr Mohr, mit dem ich immer noch telefoniert habe. Ich habe schon ein paar Mal angerufen bei ihm, richtig coole Socke. Und der hat dann gesagt, okay, jetzt musst du rein. Ich so, ich will aber nicht, du schaffst nächstes Mal. Ich wollte echt immer. Und dann hat er gesagt, keine Chance, jetzt musst du rein. Ja. Ich so, okay, Herr Mohr, wann denn? Er so, ja heute. Ich so, wir haben 16 Uhr. Herr Mohr, wo wir jetzt mal rausgeflogen sind, sage ich, ich komme morgen früh. 7.30 Uhr, wann macht der Knast auf? Er so, ja, 7 Uhr oder 8 Uhr. Sag ich, um 8 Uhr stehe ich davor, soll ich eine Zahnbürste mitbringen? Er so, nee, kriegst du da alles, aber du haust doch jetzt eh ab. Ich so, nein, Herr Mohr, warum soll ich anbrauchen? Also ich bin sicher, du haust ab. Ich so, nein, Herr Mohr, morgen früh, 8 Uhr, Sie können vorbei, ich sehe mich da direkt stehen, ich wink auch. Na gut, und dann sind wir zu meinen Eltern gefahren, wir hatten einen geleasten BMW. Finanziert haben wir ihn. Auf Annas Namen mit falschen Nachweisen und so, weißt, war die Karre finanziert, weil sie hat ja nichts verdient. Und dann wollten wir flüchten. Und Anna fährt mit meinem Vater noch schnell in meine Wohnung, die Klamotten zusammenpacken, damit wir irgendwas dabei haben. Und dann wusste ich nicht, ob mein Nummernschild schon in der Fahndung ist. Ja. Und dann war ich halt natürlich paranoid. Wenn du weißt, die Bullen suchen dich, dann bist du paranoid. Ja. Und dann kurz vor der holländischen Grenze fährt ein Streifenwagen auf einmal hinter uns.
Und dann dachte ich so, okay, scheiß drauf. Und dann haben wir halt Feuer frei, ne? Über die Standspur. Wir haben sehr oft die Autobahn gewechselt. Wir haben die Autobahn gewechselt, sind über Standspuren weggeballert. Und dann waren wir in Holland. Und dann wussten wir, wir haben es geschafft. Das Problem war nur, wir hatten nur 70 Euro. Meine Mama hat nur 70 Euro auf dem Konto gehabt. Und keinen Sprit mehr. Mhm. Wir mussten tanken. Wir haben dann für einen 30 oder so getankt, also noch 40 Euro. Wir haben getankt und sind weggefahren. Ja, ja. Nee, aber erst haben wir für einen 40er getankt in Gießen, genau, dass wir überhaupt nach Richtung Holland kommen. Dann haben wir dort vor der Grenze nochmal das Auto getankt, sind abgehauen. Ja. Dann sage ich, okay, wir brauchen Stoff, wir hatten ja auch keinen Stoff mehr. Wir kamen ja aus dem Entzug, uns ging es echt scheiße. Dann ist mir ein Dealer eingefallen, das war der Ahmed war das. Ahmed. Und ein Kumpel hat immer bei dem geholt. Dann habe ich den angerufen, sage ich, du, ich bin der Christian, der Kumpel von dem und dem. Sage ich, Ahmed, ich brauche Zeug, kann ich kommen? Er so, ja, komm. Aber wir hatten ja kein Geld dabei. Ja. Dann habe ich gesagt, Ahmed, der andere, über den ich ihn kannte, der war allerdings in Haft, das wusste Ahmed nicht, sag ich, der kommt dann morgen und bringt unser Geld mit. Er so, ja, kein Problem, Bruder, das kannst du hier schlafen. Ich so, top. Wir haben gesagt, wir gehen Zigaretten holen und dann sind wir abgekommen. Dann sind wir runtergefahren im Aufzug, das war so in Rotterdam direkt am Fluss, am Wasser. Und wir sind dann runtergefahren im Aufzug, dann ins Auto und weggeballert. Und dann sind wir nach Scheveningen gefahren, ins beste Hotel, das weiß ich nicht mehr, wie es hieß, so mit Meeresblick. Meer. Und wir hatten so ein tolles Zimmer mit Meerblick. Und dann bin ich nachts, wir sind toll eingeschlafen. Also erstmal muss man sagen, wir haben noch lustige Bilder gemacht. Wir haben lustige Bilder gemacht, wir haben die Scheine so hochgemacht. So blow-mäßig, ich weiß so die Scheine Habt ihr die Bilder noch? Nein, leider nicht. Die hätte ich selber gerne, so die Scheine hochgeworfen, dann mit den Bergen von Zeug und so. War schon witzig. Und dann in der Nacht sind wir eingeschlafen. Und dann bin ich nachts heulend aufgewacht. Ich habe so geweint wie ein Baby, weißt du? Ja. Dann habe ich erst mal realisiert, ey, du kannst jetzt 5 Jahre nicht heim. Du kannst deine Familie nicht sehen, wann du willst. Ja. Weil ich bin ja so ein Family-Mensch, weißt du? Jeden Tag bei Mama und bei Oma gewesen. Und auf einmal kannst du es nicht mehr. Das ist so ein beschissenes Gefühl. Das heißt, nachts hat sich das Ganze überkommen. So, dass nachts hast du natürlich auch realisiert, was da los ist. Dann dachte ich so, okay, jetzt ist ein neuer Part in deinem Leben. Du kannst nicht nach Hause. Egal, was du jetzt machst, es geht nicht mehr. Ja. Und das war das... Es hat dich emotional auch sehr mitgenommen. Auch sehr gewissen, klar, war brutal. Guck mal, du musst dir so vorstellen, wenn ich mit meiner Mama Kontakt wollte, habe ich mir eine Nummer gekauft in einem Laden, habe sie angeklingelt, sie hat dann die Nummer sofort rausgeschrieben, aus ihrem Handy gelöscht, ist abends zur Telefonzelle gefahren und hat mich angerufen von der Telefonzelle. Danach hat sie noch 2, 3 andere Nummern gewählt, bis jemand ranging, hat aufgelegt, dass die Nummer nicht mehr drin ist. Ja. Sehr umständlich. Und wie war das dann für dich auch so? Auch in der ersten Nacht? Also, oder du warst einfach, dabei? Wie gesagt, ich fand mein Leben eh nie so wichtig. Deswegen, also ich war einfach so dabei. Mir hat das, muss ich sagen, einfach gefallen, weil ich hatte keine gute Familie. Nichts, wo ich, wie gesagt, ich bin mit 14 von zu Hause ausgezogen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und ich war einfach so... Du warst einfach dabei, so egal wohin er geht. Er ist immer einfach mit dabei. Ich war dabei und mir hat es tatsächlich dann gefallen. Ja, okay, wie ging es dann weiter? Wir sind jetzt quasi auf der Flucht, die erste Nacht ist überstanden. Wie ging es dann weiter? Kann ich dir noch genau erzählen, ich erinnere mich an alles. Da haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt weg, weil wir haben die Dealer in der Nähe abgezogen, in Rotterdam. Wir waren in Scheveningen, das waren bei Den Haag, waren 80 Kilometer oder so. Ja. Und falls sie uns überall suchen, wir müssen weg aus dem Land. Dann sind wir nach Belgien, nach Antwerpen, in die Diamantenstadt. Das war dann mein späterer Arbeitsplatz, aber dazu komme ich dann später. Aber ich war ja Zuckermann und Diamantendieb. Das war ja, ich habe 2 Standbeine gehabt. Und dann war ich auf einmal, waren wir in Belgien und wir fahren an so einem Geschäft vorbei und Anna sieht ein weißes Kleid mit roten Punkten drauf. Ja. Und man sagt so, oh, das Kleid muss ich haben. Na gut, dann haben wir ihr das Kleid gekauft. Dann haben das wir Kleid uns, werde ich auch nie vergessen. Das war ein Träumchen. Das war... Dann haben wir uns noch Bulgari-Ringe gekauft. Ja. Also Gold mit Weißgold in der Mitte. Mhm. Noch eine Armspange habe ich mir gekauft, so eine Armkette, wenn du dich erinnerst. Mhm. So eine Armkette. Und dann haben wir gesagt, okay, wo fahren wir jetzt hin? Ich so, wo die Schönen und Reichen sind. Saint-Tropez. Mm. Gell? Da können wir jemanden abziehen, da haben die alle Geld. Jetzt fahren wir in Urlaub dahin und früher waren wir dort, um die Leute abzuziehen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt geht die Reise los nach Saint-Tropez. Dann sind wir Richtung Saint-Tropez. Geht alles los. Mit dem Auto? Alles mit dem Auto, okay. Alles mit anders finanzierten BMW. Mm. Und dann sind wir nach Saint-Tropez gedüst und waren dann in Saint-Tropez. Wir hatten viel Zeug. Dann hat ein schönes Kleid. Dann und alles noch von dem Geld, das die anfangs von diesen Leuten da abgezogen haben. Genau, aber wir haben ja eigentlich nichts bezahlt. Wir haben das Hotel genommen. Ja. Wir haben uns ein Hotel genommen. Es war in Saint-Maxime, also gegenüber von Saint-Tropez. So richtig schön. Und die haben dann jeden Morgen so frische Croissants hingebracht. Wir hatten ein Zimmer mit Meeresblick. Und dann irgendwann war die Kohle aus nach 3, 4 Tagen. Ich glaube, wir waren noch im Casino. Oder? Irgendwie war wir das Geld dann Casino, weg. Wir waren im Casino, wir waren im Club 55.
Ja, man also, lass uns gut gehen wo lassen. Die ganzen Promis und so. Und auf einmal war das Geld weg und ich habe gesagt, okay, wir sind in Saint-Tropez, wir können noch neues Geld machen, ja. Weißt du? Und dann waren wir in dem Hotel und dann waren wir 12 Tage im Hotel und die waren super nett. Die haben die ganze Zeit nicht nach dem Geld gefragt. Okay. Aber ich hatte dann auch so das Bedürfnis, ich möchte die jetzt nicht prellen, weil ja. Die halt so nett waren. Ich habe halt immer nur Leute verarscht, die blöd waren, weißt du? Und dann sind wir da in diesem Hotel und dann sagen die Rechnung. Und wir haben es nicht hingekriegt, in Saint-Tropez Geld zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Problem. Dann sehe ich, im Hotel gegenüber stand so ein Touareg, dieser VW-Jeep ja. Mit österreichischer Nummer. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, hello, I want to speak to, so ein ganz kleines Hotel, ja. The customer from Austria. Oh, you want to talk to Mr. Bondner? Sag ich, yes, please. Dann haben sie mich durchgestellt. Dann sage ich, yeah, bonjour, Monsieur Bondner. Here is the reception. I have a problem with your credit card. Can you please spell me the number again? Ja. Und der dachte, die Rezeption ist dran. Dann sagt er, yes, no problem. Hat er mir seine Kreditkartennummer gegeben. Dann hatte ich ja den Namen, Bondner, vorher weiß ich nicht mehr, und die Kreditkartennummer. Dann gehe ich so an die Rezeption, weil du kannst ja auch ohne physische Karte bezahlen. Okay. Die können das ja auch eingeben, ja. Wenn du die Karte verlierst oder so. Und dann haben die es eingeben, dann sagen sie, okay, wir brauchen die Nummer von der Rückseite. Ich also wieder zur Telefonzelle. Ich wieder angerufen. I want to talk again to Mr. Bondner. Ja. Ich so, yeah, bonjour, Monsieur Bondner. Ich bin untröstlich, ich brauche Ihre Nummer von der Rückseite noch. Dann sagte er, ja, 354 bitte. Sag ich, danke, Monsieur Bondner, au revoir. Mhm. Dann haben wir das Hotel bezahlt. Dann habe ich zu dem gesagt, du, das ist mir jetzt unangenehm, kannst noch 500 Euro mehr auszahlen. Ja. Ich habe jetzt kein Geld mehr einstecken. Hat aber noch 500 Euro ausgezahlt. Und dann ging es weiter. Dann ging es weiter. Und da waren wir dann nicht auf diesen Dann sind wir auf einen Campingplatz. Dann sind wir auf einen Campingplatz gefahren. Und dann konntest du Essen dazu kaufen. Aber wir hatten ja nur die 500 Euro. Du hattest so Märkchen und die sahen jeden Tag anders aus. Das ist eine andere Farbe, glaube ich. Ja, aber das Essen war toll. So ein traumhaftes Buffet, richtig ja. Luxuriös, halt Saint-Tropez-Style. Und dann haben wir, am ersten Tag hatten wir diese Märkchen. Und die musste so einen Hut werfen. Da war so eine Frau gestanden mit dem Hut und die hast dann reingeworfen. Zwei Märkchen für zwei Personen. Ne? Und wir haben ja wochenlang da gewohnt. Und dann habe ich es immer so gemacht, weil das Essen konnte man sich nicht leisten. Dann habe ich immer, weil da nichts geklappt hat, wir wollten Dinger drehen, es hat wirklich nichts geklappt. Und dann habe ich es immer folgendermaßen gemacht. Ich habe immer so getan, als ob ich was rein tue in den Hut. Und habe dann einfach zwei Dinger so rausgezogen und habe gesagt, dö. Also zwei. Habe es wieder reingeworfen. Und so haben wir uns dann dort durchgeschnurrt. Okay, und du meinst, ihr wollt Leute abziehen. Also was war denn Plan gewesen? Wir hatten keinen. Ihr wollt einfach jemanden suchen und dacht, okay, vielleicht überfallen wir den einfach. Nee, so. Überfall war ja nicht meint. Ich war ja Betrüger. Ja. Also mit Überfall hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht so. Ja. Ich wollte einfach... Also wir haben gedacht, wieso, wir treffen irgendjemanden, der... Wir treffen irgendjemanden, der mich eine blöde Geschichte erzählt. Zum Beispiel er will Koks. Ich sag, ich besorg sie, gib mir schon mal das Geld und sind weg. Ja. Und dann dachten wir, okay, was zum Teufel machen wir jetzt? Und dann fing der Familienurlaub von meiner Family an. Ja. Und wir haben den ja jedes Jahr eingehalten. In der ganzen Zeit auf Flucht sind wir immer zum Familienurlaub nach Spanien gefahren, nach Ampuria Brava. Ja. Und dann sind wir von Spanien, habe ich meinem Vater und meiner Mutter unseren BMW mitgegeben und meine Eltern hatten so einen alten Mazda. Und ich habe gesagt, wir nehmen den Mazda. Dann sind wir ohne Klimaanlage bei gefühlt 298 Grad in einem Schatten. Und dann sind wir mit dem Mazda nach Holland gefahren. Und ich habe gesagt, wir machen noch einen Dealer. Und dann fing das an. Dann kam ich auf die glorreiche Idee, klauen geht ja nicht, wir tauschen das einfach aus. Und dann gesagt, Anna, wie austauschen? Das heißt, wir brauchen irgendwas, was wir dann so verpacken, wir nehmen Zucker. Wir packen den Zucker ein, in so durchsichtige Folie, so wie das Zeug für den Transport verpackt wird. Ja. Es wird immer gleich verpackt. Es wird immer eine Tüte, immer dann wird es so lang gezogen und dann in Frischhaltefolie. Genau, also du hältst jetzt die Folie, ja. Ich wickel das Zeug dann ein, dass die Hunde es nicht riechen. Mhm. Und dann später machst du Toilettenpapier rum, dann Ammoniak drauf, dann wieder Folie und ja. Immer so weiter, bis du halt dann so einen Batzen hast. Und so versteckst du die Drogen halt dann. Und dann habe ich das Zeug eingepackt und dann habe ich zu den Dealern gesagt, beim ersten Mal waren es glaube ich 150 Gramm oder so. Mhm. Habe ich gesagt, ich brauche 150 Gramm Kokain, 150 Heroin. Dann hat er das gebracht und dann habe ich das Heroin halt so eingepackt mit ihm und habe dann irgendwann ausgetauscht gegen meinen Zucker. Ja, okay. Am Anfang hab ich es noch, wo ich dabei war, habe ich es in der Handtasche gehabt und wir haben es zusammen abgepackt und im Moment, wo keiner geguckt hat, haben es halt ausgetauscht gegen den Zucker. Dann lief das noch einfach. Anna hat es einstecken gehabt, weil als Mann kannst du ja nicht so, später waren es dann so große Batzen, kannst du was ja nicht einstecken haben. Und dann lief das noch super. Ja. Und auf einmal hatten wir dann den Stoff. Dann hatten wir noch Geld von, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe die Hälfte vom Stoff verkauft. Wir haben immer wieder was für uns genommen. Und dann haben wir gesagt, okay,
jetzt hat das aber keinen Wert, wir müssen aufhören mit dem Scheiß. Dann sind wir nach Rumänien gefahren, wieder, da hatten wir unser BMW wieder, sind nach Rumänien, haben gesagt, wir entziehen dort, weil dort gibt es halt keinen Stoff. Meine Eltern kommen aus Rumänien und dort gab es halt nichts, so eine ländliche Gegend. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben jetzt hier und entziehen. Und dann haben wir das probiert und haben es aber nicht hinbekommen. Dann sind wir wieder nach Wien gefahren. Also wir sind immer wieder nach Wien gefahren, weil es war nicht so, weil ich glaube 200... Nee. Naja, was 200? Das waren 600 Kilometer, 500. Nach Wien? Okay, keine Ahnung. Dann sind wir immer wieder hin und haben uns dort Zeug geholt. Genau, bis dann... Bis dann hast du in der U-Bahn immer Zeug gekauft. Ja. Weißt du, da waren immer Afrikaner, die haben es in der U-Bahn verkauft und die haben es immer so im Mund gehabt. Die haben die ganzen Plomben hinten. Die haben die Plomben hingehabt und wir haben dann immer das Zeug geholt. Und spucken es dann raus. Und dann hat man wieder was und gesagt, komm, jetzt gehen wir entziehen. Dann sind wir wieder nach Rumänien. Und dann bei der dritten Wienfahrt habe ich einen schlimmen Unfall gebaut. Ich habe den BMW im Kreisverkehr mit 160 zersendet. Wir sind mit 160 in den Kreisverkehr rein und da war der Bordstein bestimmt so hoch, gell? Und dann haben die mir, ich habe damals schon einen falschen Führerschein, also einen tschechischen, haben die mir in Rumänien noch meinen Führerschein weggenommen. Dann hatte ich auch keinen Führerschein mehr auf Christian Zahner. Kein Auto, kein Führerschein und wir waren komplett am Ende. Dann sind wir nochmal mit dem Mietwagen nach Wien gefahren und dann wollten uns bei der letzten Fahrt dann, das war so ein BMW Cabrio, wollten uns dieselben Polizisten anhalten, die haben mich erkannt, die meinen Führerschein weggenommen haben. Und er steht dann so und winkt so mit der Kelle, ranfahren. Direkt. Und ich gucke ihn so an, ich wink so zurück und fahre, bin so Richtung Grenze gebrettert, Richtung Ungarn. Und dann an der Grenze, ich bin gefahren wie ein Henker, an der Grenze habe ich dann gesagt, okay, du musst fahren, gell? Falls wir irgendwas durchgefunkt haben. Und dann, Anna ist gefahren. Und also ich hatte nie einen Führerschein zu der Zeit. Also ja, sie hatten erst seit fünf Jahren. Oder? So nein, jetzt ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, sie steht an der Grenze und macht so den ersten Gang rein. Und ich so, okay, Kupplung, also Kupplung drehen, Gang rein und Gas. Und sie steht da und vergisst die Kupplung kommen zu lassen und steht so da. Und die ganzen Grenzsoldaten, die Polizisten gucken mich an, muss der ernst bleiben. Dann sag ich so, Kupplung kommen lassen, linken Fuß hoch. Ja. Die macht so hoch und fährt dann so mit quietschenden Reifen zu denen vor und macht eine Vollbremsung vor denen. Ja. Die gucken uns so an und dann sage ich, permesso no, also sie hat den Führerschein gerade neu. Dann sagt er, da, nicht so Problema. Und fahren Sie bitte weiter. Dann ist sie einen Meter gefahren. Sie soll ich weiterfahren? Ich so, bleib stehen, ich bin ja lebensmüde. Und dann haben wir wieder getauscht, dann bin ich weitergefahren und dann waren wir wieder in Wien. Ihr lebt wirklich so ein Leben, ne? Als wärt ihr die Cousins von Indiana Jones. Ja, muss ich sagen. Das war schon. Cousins und Cousins von Indiana Jones. Von immer wieder nach Wien, immer wieder Stoff geholt. Ihr wolltet dann wirklich wieder auf den Zug hinher. Und wie lange ging die Zeit jetzt quasi? Wie lange wart ihr jetzt auf der Flucht? Das sind über ein Jahr locker, oder nicht gerade? Fast zweieinhalb. Krass, ey. Dann waren wir auf einmal, wir mussten ja irgendwie Geld machen. Die Jungs, wo wir den Stoff gekauft haben in Wien, die wollten ja immer bezahlt werden. Und konnten es ja nicht abziehen, weißt du? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann stehen wir auf einmal an der Tankstelle. Ich sehe so Öl, 70 Euro, so ein großer Kanister. Ich denke so, okay, ich nehme so einen Kanister, gehe rein und sage, Entschuldigung, bitte, ich habe mir das Öl hier gekauft, aber das ist nicht das Richtige. Ich brauche Öl für einen Lamborghini, holen Sie das nicht? Dann sagt er, ich weiß nicht, zeigen Sie mal, was steht denn da drauf? Dann hat er geschaut, dann sagt er, natürlich steht da kein Lamborghini drauf. Ja. Na, Lamborghini steht nicht drauf. Sag ich, na, dann sind Sie so gut, geben Sie mir mein Geld zurück. Ja. Sagt er, ja klar, haben Sie den Kostenzettel? Sag ich, na bitte, ich fahre Lamborghini, was soll ich hier Kassenzettel von einem Öl behalten? Dann hat er gesagt, ja gut, hat er mir die 70 Euro hingelegt. Ich gehe zurück ins Auto und sage, das war einfach, das machen wir jetzt immer. Ja. Und dann haben wir uns wirklich wochenlang... Das war dann unser Geschäft, also irgendwann hatte Christian aber keinen Bock und dann habe ich es nur noch gemacht. Also ich habe es Öl geklaut oder er hat es geklaut und ich bin dann reingegangen, habe gesagt, ich kriege totalen Ärger von meinem Mann, weil das falsche Öl ist, aber ich habe keinen Kassenzettel mehr. Und wir waren tatsächlich am Ende auch so dreist, dass wir auch mal zwei oder drei... Und dann gab es auch die hartnäckigen Verkäufer, die haben gesagt, na, ohne Kassenzettel gibt es kein Geld. Ja, wenn man das Geld gebraucht, dann bin ich rein und habe gesagt, du bist so eine blöde Kuh. Öl, nicht mal Öl kann man nicht kaufen schicken. Ja. Und sie so, bitte lass mich. Ich so, nein, wie bist du so dumm, immer mein Geld auszugeben? Und dann sagt der Verkäufer, halt! Ich gebe mir das Geld. Also ich habe auch tatsächlich manchmal geheult und sowas. Und Ende von der Story war, dass wir, dass Christian an die Tankstelle gegangen ist. Wien ist ja groß und hat sehr viele Tankstellen. Und wir hatten alle durch. Wir haben alle durch und überall an jeder Tankstelle hing ein Bild von uns. Wirklich? Überall, ja. Kann ich mal das Bild irgendwie noch, glaubt ihr, kommt nach ran? Glaub nicht. Was ich mich dann noch frage, so, ihr habt quasi das Öl, was denen ihr gehört, einfach genommen gehabt. Konnten ihr das irgendwie nicht nachvollziehen? Stand da irgendwie nicht eine Nummer oder so drauf? Einfach so. Krass, das ist ja in der Kasse drin. Weißt du, dann scannen die es ein, dann sehen sie, was gekostet hat, machen einfach Storno. Ja. Genau. War super easy, das Geschäft. Und dann haben wir immer die Drogen bezahlt. Und einmal hatten wir nur ein Öl und hatten echt nur 20 Euro. Uns ging schon richtig scheiße. Ja. Und dann sind wir in der U-Bahn gewesen und da sind immer die Afrikaner gefahren. Und dann haben wir gesehen, okay, alle rennen zu dem, die kaufen was bei ihm.
Dann sind wir auch hin, haben was gekauft, mache ich das auf und sehe, es ist Kokain. Und dann hat der Typ uns verarscht. Und dann habe ich ihn aber auf dem anderen Gleis gesehen. Und dann bin ich rübergerannt und sag so, ey, Bro, du hast mir das Falsche gegeben. Er so, no, it's not for me. Ich so, Bruder, ich habe doch eben bei dir gekauft. Er so, no. Ich so, Bruder. Er so, no, no, no. Da haben wir sich so eine Toilette dahinter. Ja. Ich so, okay, go in. Er so, what? Ich so, rein. Hab ich schon reingeschubst. Sag so, alles raus. Stoff, Geld. Ja. Und er so, Ich so, Stoff, Geld, alles raus. Und hat er mir das Zeug gegeben. Also gell? End vom Lied war, Christian kam an auf diese Wiese, wo wir da zu dritt waren. Und die sagen so, und hast du was gekriegt? Hat er das Heroin gegeben? Ja. Sag ich so, ja, top. Ne? Hat mir das ganze Geld von ihm. Er hat Zeug gegeben, er hat Kippen ihn gekauft und Geld, gell? Noch ja, also. Kippen soll ich habe ihm noch 10 Euro. Noch cool. Er so, lass mir wenigstens 10 Euro. Habe ich ihm 10 Euro gelassen, gell? Und dann sehe ich so einen Tabakladen. Und auf einmal denke ich so, ey, der war so frech zu mir. Ich so, geh, hol noch mal ein Päckchen Marlboro. Nee, Daniel. Hat er mir noch ein Päckchen Zigaretten geholt, weißt du? Oh, ja, der hat dich bis heute noch auf dem Kicker, glaube ich. Ja, der auf jeden Fall. Ja, das war witzig. Ich komme dann so zurück, so, Geld haben wir auch, weißt du? Ja. Und das ganze Zeug. Ja, das sind die Österreicher. Ja, das hat es dir einfach so gegeben. Sag ich, ja klar. Ich habe ihn halt so ein bisschen auf den Kopf geschlagen. Aber so, ja, und dann hatten wir das Zeug und alles. Und dann habe ich gesagt, so, okay, jetzt gehen wir wieder nach Rumänien. Wir sind also wieder nach Rumänien gefahren mit Anna und waren dann in Rumänien und hatten weder ein Auto noch Geld. Und dann haben wir so einen Taxifahrer kennengelernt. Dann habe ich zu ihm gesagt, fahr uns bitte nach Holland. Ja. Wir müssen Geld machen. Habe ich gesagt, okay, du kriegst 1000 Euro, wenn wir dort sind. Und ich habe vorher in Wien noch eine Kreditkarte geklaut mit PIN-Nummer. Damit haben wir dann den Sprit bezahlt. Da habe ich immer Geld abgehoben jeden Tag. Und dann waren wir in Holland. Und dann hatte ich ja noch die Zuckergeschichte, die ich vorher erfunden habe, mit dem Zucker austauschen. Dann hatte ich die ja noch und sind dann irgendwann nach 1,5 Tagen oder 2 Tagen Fahrt nachts in Holland angekommen. Und wenn du entzügig bist, musst du dir so vorstellen, dann schwitzt du und der Schweiß stinkt so richtig eklig. Mhm. Also dieser Entzugsschweiß, den erkennst du unter allen Schweißsorten. Ne? Das ist das ekligste überhaupt. Kannst dir nicht vorstellen, wie ein Mensch stinken kann, wenn er entzieht. Und dann waren wir endlich beim Dealer, haben was gezogen. Dann sind wir entspannt bei dem in der Wohnung eingepennt. Und nächsten Tag habe ich dann angefangen, das mit den Dealern abzuziehen. Und wir haben das ja am Anfang immer mit Anna zusammen gemacht. Mhm. Und dann hatten wir auch noch Pech beim ersten. Wie sah das beim ersten Mal aus? Also beim ersten, das war ja, wo wir mit dem BMW da waren. Ja. Und dann beim ersten, als wir kein Auto mehr hatten. Wir mussten ja das Geld machen für eine Wohnung, für die Kaution, für die Möbel, für das ganze Zeug, was du brauchst. Wir hatten ja wirklich gar nichts mehr. Der Schmuck war auch schon wieder versetzt, den wir gekauft haben in Belgien. Und dann waren wir bei einem Dealer und er merkt irgendwie, als wir unten am Auto waren, wir wollten dann mit dem Taxifahrer wegfahren, er merkt, dass wir das Zeug ausgetauscht haben. Er sagt, warte eben und fängt das an auszupacken. Und wir hatten von meinem Kumpel, von dem Dealer, mit dem ich immer noch befreundet bin, hatten wir eine Knarre dabei. Der hat gesagt, nimm die mit, das war so eine 9mm. Und ich hatte die in der Tür und ich bin gefahren mit dem Taxi. Und er steht an der Tür, Anna ist die Beifahrerin, der Taxifahrer saß hinten. Und auf einmal merkt er, dass es Zucker ist und haut Anna voll eins ins Gesicht. Ja. Ich kriege mein Aggressionsproblem, nimm die Knarre raus und denkst, okay, machst du jetzt weg, ne? Und zieh durch. Und dann kamen schon seine Kumpels um die Ecke mit einem Auto, die kamen schon angeheizt. Ja. Und dann konnte ich natürlich nicht schießen, im Nachhinein zum Glück, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich angeschossen oder erschossen, whatever. Und dann sind wir im Auto weggefahren, hatten noch eine kleine Verfolgungsjagd, aber die konnten nicht so gut fahren. Und dann waren wir weg, hatten kein Zeug. Und der Taxifahrer war immer noch quasi dabei. Der Taxifahrer hat alles mitgemacht einfach. Der hat alles mitgemacht. 1000 Euro, das war für den Jahresgehalt. Der hat es gefeiert. Und dann haben wir einen in Amsterdam gemacht. Und dann hatte ich auf einmal das Geld für die Wohnung, die Kaution, das Ganze. Dann haben wir eine Wohnung angemietet. Von einem Top-Vermieter, der war richtig cool. Also in Amsterdam hat das quasi geklappt. Genau, dann. In Amsterdam hat es dann hingehauen. Und dann hatten wir auf einmal richtig schön viel Geld. Nochmal für die Zuschauer, damit die auch wissen, wie das funktioniert. Also ihr habt einfach fälschlicherweise Zucker genommen, das dann so verpackt, als würde das wie Koks aussehen und hat da einfach ein genau, wir haben paar Zucker, Leute, das... Genau, so eingepackt, zum Beispiel ein halbes Kilo. Ja. Der packt es ja nachher nicht mehr aus. Und dann, wenn wir gesagt haben, ein halbes Kilo, musste er auch ein halbes Kilo Koks mitbringen. Ja. Weil sonst kannst du es nachher... Weil der hat es dann nur auf die Waage gelegt. Und hat gesehen, ein halbes Kilo. Der dachte ja nicht, dass wir irgendwas ausgetauscht haben. Und so hat der Trick immer funktioniert. Mm. Und dann haben wir immer quasi ein halbes Kilo und Kilo Zucker gegen Kilo Koks getauscht. Ja. War ein Top-Geschäft. Krass. Und bestand da nicht irgendwie die Gefahr, dass ihr dachtet, okay, ihr habt euer Zeug, den ihr mitgebracht habt, etwas
nicht so gleich wie seins verpackt, also ist die Ähnlichkeit nicht bestand? Nö. Oder haben das alle gleich verpackt? Nein, also er hat das, die Dealer haben das Zeug nicht vorher verpackt. Wir waren dann diejenigen, die es dann verpackt haben. Er hat nur die Tüte klein mit gemacht. Dem Zeug okay. Und wir haben angefangen, das einzupacken. Und das dann Ding ist halt, wenn du Steine drin hast, wenn du viele Steine drin hast, dann kannst du es ja, musst du es ja klein machen, weil sonst gucken die Steine teilweise bei der Folie raus und dann fühlst du es. Aber wir haben es immer klein gemacht. Und er dann gesagt, nee, lass doch, Stein ist doch besser. Sag ich, nee, ich will es klein. Ja. Und dann haben wir es so verpackt, dass es so aussieht wie der Zucker. Okay. Also ich habe es dann immer so gemacht, dass es so aussah. Und so hat es keiner gemerkt. Es waren wirklich immer sehr oft viele Leute da. Viele Marokkaner gern. Wir haben immer, das war das Gute bei denen, die konntest du mal irgendwo hinschicken. Der eine ist Essen holen gefahren, der andere kippen. Der andere, keine Ahnung, sie haben uns auch oft also Essen ausgegeben, Zigaretten gekauft für uns. Guck mal, das Ding ist, die anderen, die Dealer abgezogen haben. Die waren sogar noch korrekt zu euch. Die anderen, guck mal, normal, die Dealer werden abgezogen, da gehen irgendwelche schweren Jungs rein mit einer Knarre, nehmen das Zeug, fesseln die, schlagen die zusammen, foltern die, eventuell bringen die um, damit sie an das Zeug kommen. Bei mir, ich bin bei den Dealern rausgegangen, die Dealer haben mir noch die Hand gegeben, haben mich noch umarmt, die waren glücklich, da ich da war und ich habe sie trotzdem um mit Zeug erleichtert, ohne Gewalt anzuwenden. Ja. War doch so viel cooler. Genau so. Und die ich frage mich dann, was die dann gemacht haben. Die haben euch doch wahrscheinlich dann auch gesucht, oder nicht? Ja, sicher, klar. Ja. Und dann waren wir mit Anna in der Wohnung gesessen und auf einmal sagt der eine, hey, das ist der Zuckermann, also das ist der Zuckermann. Ja. Ich kannte den Namen nicht, ich habe den bis dato nicht gehabt. Und dann sagt der andere, nee, der soll blond sein. Und dann wusste ich so, okay, wir müssen jetzt ändern die Masche, ich gehe ab jetzt allein die Dealer abziehen. Und so kam der Name Zuckermann. Mein Buch heißt ja Der Zuckermann vom Junkie zum Millionär. Mhm. Den Namen haben mir die Dealer damals gegeben. Ja. So bin ich auf den Namen gekommen. Und dann war ich überall bekannt als der Zuckermann. Als der Zuckermann. Genau. Aber ich frage mich, wie lange konntest du das denn abziehen? Weil ich denke mir, okay, nach einer Zeit bestimmt bist du ja in zigtausenden WhatsApp-Gruppen aufgetaucht. Das ist der, den wir suchen. Alle WhatsApp gab es ja nicht. Wir haben alle Dealer gemacht. WhatsApp gab es damals. Ach so, alle habt ihr vorgemacht. Wir haben alle gemacht. Und manchmal haben wir auch den Cousin von dem einen gemacht. Weißt du, dann war der andere da gesessen. Und einmal hat mich einer so angeguckt, dachte so, den kenne ich, den Wichser von irgendwo. Ja. Und einmal waren wir mit Anna, ich habe die in meinem Auto gelassen und wir stehen da und auf einmal redet der eine was mit dem anderen. Und dann haben die uns erkannt. Weißt, wir hatten da schon ein Auto mit holländischem Kennzeichen, Audi A3. Auf einmal hat der uns erkannt, der eine Typ. Und er lässt sich ins Auto rein, zieht meinen Schlüssel ab. Ja. Gell? Und dann standen da 6-7 Marokkaner außen rum und hinter uns ein Auto, vor uns ein Auto. Und ich so, okay, aber ich habe immer mit sowas gerechnet. Und hab den Reserveschlüssel immer in die Mittelkonsole gelegt. Ja. Und das Fenster war offen und ich so, gib mir den Schlüssel. Anna hat mir den Schlüssel in die Hand gegeben, ich habe ihn reingesteckt, also Kupplung getreten, reingesteckt, Fenster hochgemacht, weißt dass du das Kreuz abkriegst, Rückwärtsgang rein, hinten an das Auto gedotzt und vorwärts an das Auto gedotzt und abgehauen. Ja. Und die Jungs sind dann auf Seite gesprungen und hatten wir eine richtig krasse Verfolgungsjagd. Die ging bis zum Meer hoch. Bis zum Meer, dann war es zu Ende. Als wir und Holland ist ja noch zu Ende, ja. Dann kommt das Meer. Und die Jungs sind hinter uns hergefahren und die haben sogar auf uns geschossen während der Fahrt. Und krass, das war eine richtig krasse Aktion. Die haben auf uns geschossen, aber ich war halt früh Autodieb, ne? Dann Chauffeur. Ich kann relativ gut fahren, würde ich mal sagen. Also ich glaube, wir wären wahrscheinlich tot, wenn der Christian nicht so gut Auto fahren könnte. Ja, dann wären wir auf jeden Fall abgeknallt. Ja. Boah, das war für dich wahrscheinlich auch eine sehr abgefuckte Stresssituation, oder? Nee, oder was, ich bleib bei sowas komplett cool. Okay. Ich habe da glaub, nicht... Du glaub, Anna brauchen wir nicht fahren, weil Iran vor 10 Jahren mein Leben war sowieso scheiße. Du kannst sagen, wenn ich eine Verfolgung... Solange ich im Auto bin, ist alles gut. Wenn ich jetzt irgendwie draußen gewesen wäre, die hätten knarren, dann hätte ich natürlich einen höheren Puls gehabt. Ja. Aber solange ich im Auto bin, bleibe ich komplett cool. Genau, und ich bin dann gefahren und die haben auf uns geschossen, aber die hatten halt nicht das Know-how als Fahrer. Also ich habe eine Chauffeurausbildung gemacht, so richtig mit Rammen und mit Pitten und rückwärtsfahren, schleudern, vorwärts weiterfahren. Also fahren kann ich echt gut. Ja. Und ja, wir sind immer davon gekommen. Ja. Aber wie ging die Schicht denn aus? Wir waren dann am Meer? Am Ende vom Meer, genau. Dann sind wir zurück und die hatten schnellere Autos. Wir hatten nur ein Audi A3 mit 1,6, die kleinsten. Oder 1,4 war der kleinste, 1,6 hatten wir. Und dann habe ich einfach, ich bin so gefahren, bei einer Ausfahrt, die sind neben mich gefahren, ich bin leicht vom Gas, dann habe ich komplett zugemacht und bin die Ausfahrt noch ganz knapp rein und dann standen die Jungs da, die haben voll gebremst, Rückwärtsgang rein, auf der Autobahn, nachts war leer, wollten dann zurück, aber dann war ich schon unten, bin durch den Kreisverkehr und bin irgendwie abgehauen, dann ohne Licht, die Karre abgestellt. Und gewartet, bis die vorbei waren, rückwärts raus und weg. Also, hast du auch geschafft. Okay, dachtest du dir da vielleicht, okay, ich brauche eine neue Taktik, Leute kennen mich schon langsam, es funktioniert nicht mehr mit dem Zucker und dem Austauschen. Genau, das war dann die maßgebliche Geschichte, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Wir hatten Maastricht durch, wir hatten
Amsterdam durch, wir hatten Rotterdam durch. Wir haben, und man muss dazu sagen, wir haben Marokkaner abgezogen und haben in Rotterdam in einem Marokkanerviertel gewohnt. Versteckt dich immer also in der Sonne, weißt du? Wir haben uns in der Sonne versteckt. Ich glaube, ich höre es, ich kenne Marokkaner, die suchen euch noch bis heute, ja? 100%. Auch wenn das 15 Jahre ab ist, die suchen euch noch bis heute. 100%. Wenn die da nicht sind, denken sie, hey, du Madonnaker. So, die suchen die euch noch. Nee, nee, okay, ihr habt ja drei Städte aufgezählt. Was glaubt ihr jetzt nochmal für die Zuschauer? Was glaubt ihr, wie viele Dealer waren das denn insgesamt? Weil ich, okay. Ich wollte gerade sagen, es hört so wie 30, 40 an, auf jeden Fall auch. Ja. Und dann hatten wir, da habe ich noch eine super lustige Geschichte für dich. Ja. Und zwar, wir haben einen kennengelernt, Christian Philipp. Und er war mit dem Dealer, mit dem ich immer noch cool bin, weißt du. Also wir telefonieren noch ab und zu. Mit ihm war er befreundet. Und dadurch waren wir dann in der Clique zusammen. Und er hat immer irgendwie Scamming gemacht, so Kreditkartenbetrug und so. Und wollte uns dann auch mal Kreditkarten verkaufen. Aber war so ein Laberbacke. Der war auch aus Rumänien, wie meine Familie. Er hieß auch Christian. Und er hat einen Bruder gehabt, Dorian. Dorian Philipp. Das war dieser Kiffer, weißt du. Ja. Den wir in Maastricht mal mit hatten. Und dann... Ich dachte, Christian ist ein Freund von mir, aber er fand Anna wohl gut und dann hat er uns einen Tipp gegeben, da ist ein Dealerhaus und da sind ungefähr 50, 60 Kilo drin. Und wir so, alles klar, das machen wir. Und er kommt sogar an den Schlüssel, nur da ist einer mit Waffe drin. Ich so, ja, kein Problem. Wir haben uns also mit drei Autos dahingestellt. Ich hatte die Knarre mit dem Schalldämpfer, ich wollte nur klingeln und wollte den Schach halten, weißt du, dass wir das Zeug klauen. Und Anna war einfach dabei immer. Anna war immer dabei. Digga, das ist... Die war immer dabei. Ich krieg die immer noch nicht los, die ist immer noch dabei. Auf jeden Fall, wir sind bei einem Dealer vorm Haus. Wir warten, auf einmal kommt ein Polizeimotorrad. Und ich denke, das ist nicht normal in der Siedlung, weil er guckt nach mir. Gell? Und Christian war im anderen Auto. Dieser Mistbulle. Und er guckt nach mir, der Bulle. Und ich fahre, bleib stehen. Mach so, als ob ich pinkel und werf die Knarre ins Gebüsch, komm da rein, mach die Hose zu, steig ein, auf einmal kamen die Bullen von überall. Ja, was macht ihr hier? Wir fahren hier rum. Gell? Da war noch ein Marokkaner bei uns im Auto, ein Freund. Das heißt, wir fahren hier rum. Dann hat der Christian die Bullen angerufen, dass die mich verhaften, gell? Aber die haben die, und dass ich eine Knarre habe, aber die haben die Knarre nicht gefunden. Ja. Und dann sind wir abends hingefahren, haben die Knarre halt wiedergeholt und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es Christian ist. Na gut, dann haben wir weiter irgendwelche Geschäftchen gemacht in Holland und auf einmal, wie ging es mit Christian weiter? Auf einmal wurde Christian verhaftet. Der hat ein Haus gehabt mit so Marihuana-Pflanzen drin. Auf einmal wurde Christian verhaftet und mein Kumpel und ich, wir haben gesagt, komm, wir fahren zu dem Haus, gucken, was ist. Und von dem Haus wusste niemand. Und wir laufen vorbei, auf einmal sehen wir hinten Überwachungswagen und vorne laufen zwei Typen, also Bullen. Dann dachten wir, okay, das Haus ist aufgeflogen. Also konnten wir nicht mehr rein. Und dann hat mein Kumpel irgend so einen Typ bezahlt, dass er hingeht und aufsperrt. Er sperrt nur auf und die Bullen kamen sofort, haben ihn verhaftet. Einen anderen. Dann dachten wir zu dem Zeitpunkt immer noch, okay, es hat aufgeflogen. Ich habe nicht gedacht, dass Christian der Verräter ist von der ganzen Chose. Ja. Und dann hat Dorian das Auto von Christian gehabt, so ein Opel Vectra. Und er gibt mir den Wagen. Und wir fahren darin und werden beim Tunnel angehalten. So ein Motorrad fährt neben uns, Polizeimotorrad hält uns an. Und dann sagen die, okay, der Wagen ist gestohlen. Die kamen dann alle angerannt mit Knarren, weißt, und dann haben die festgestellt, der Wagen ist gestohlen. Wir mussten also alle drei in den Knast. Ich habe gesagt, ja, wir sind gefahren, ich habe das Auto von einem Kumpel ausgeliehen. Ja, wie heißt der Kumpel? Sag ich, Stefan. Habe natürlich nicht Christian gesagt, ne? Ich so, Stefan heißt der, ich kenne den nur flüchtig, wir sind ja Studenten, ich hatte falsche Papiere, ich war Radu Kravitz, ich hatte rumänischen Ausweis, Anna war meine Ex, die Nadja. Und der Marokkaner war ja dort gemeldet und die haben gesagt, wie gehört der zu euch? Das heißt, der hat nur nach dem Weg gefragt, ich habe den einfach mitgenommen. Ja. Na gut, ihn haben sie entlassen, mich haben sie entlassen, Anna haben sie entlassen. Und, also nach einer Nacht. Nach einer Nacht, wir mussten eine Nacht schlafen. Das war auch witzig. Anna sagt so, sie kommt raus morgens total entzügig, ging es richtig schlecht und ich so gut gelaunt, so ausgeschlafen. Sagt sie, ja, geht's dir nicht schlecht? Sag ich, nee, ich habe gesagt, ich habe Entzug, ich brauche Methadon. Haben die mir Methadon gegeben, Kippen, Essen. Die haben mir immer was zu essen oder Kippen gegeben. Ich habe alles gehabt. Ich habe mich da gefühlt wie Gott in Frankreich in der Zelle, weißt du? Und dann kam der Staatsanwalt, hab ihr das Auto, also hast du das Auto geklaut oder nicht? Sag ich, nein, okay, you're free to go. Dann haben wir uns rausgelassen. Und wie war das mit dem Brief von Christian? Wo habe ich den gefunden? Einen Tag vorher, bevor wir verhaftet wurden. Das Auto war ja dann weg. Einen Tag vorher ist im Handschuhfach ein Brief. Gell? Der Dorian hat seinen Bruder im Knast besucht und hat den Brief da drin. Dorian war ein Kiffer, die vergessen natürlich immer alles, und hat den Brief vergessen. Ich sehe so, LKA Stuttgart, ja, also der war aus Baden-Württemberg. LKA Wiesbaden. Ja. Und ich denke so, Wiesbaden, LKA? Ich nehme den Brief so raus, stecke ihn mir ein. Dann waren wir zu Hause,
dann stand so, ja, hallo, ich bin's, Christian Philipp, für so einen Beamten, weißt du? Ja. Ich habe ihnen ja schon öfter Tipps gegeben. Ich habe ja den verraten, den. Der hat einfach Christian alles hat niedergeschrieben, was er gemacht hat, seine eigenen Kunden verraten. Und wir standen drin, ihr sucht ja auch nach Christian Zahner und Anna Grohal. Die sind aktuell in Rotterdam, Bökelsweg 31b. Unsere Adresse stand drin. Er hat komplett 31 gemacht. Wie krass, das heißt, weil er eine Strafe in Deutschland hatte, wollte er nicht in den Knast. Und dann hat er geschrieben, sie kennen mich auch unter Frank Abagnale, also so wie der von Catch Me If You Can, hat er sich genannt. Ja. Und der hat alle verraten. Der hat den Leuten Stoff verkauft und hat dann bei der beim LKA angerufen, hat gesagt, da fährt jetzt ein schwarzer BMW nach Deutschland rüber, der hat 2 Kilo dabei. Und dann haben die verhaftet. Er hat den Stoff verkauft und hat die dann verraten bei den Leuten. Okay. Bei der Schmier. Brutal, also oder? Er war der Vater der Verräter. Ja. Krass, ey. Das heißt, quasi während ihr auf der Flucht wart, hattet ihr in eurem Bekanntenkreis einfach einen Verräter gehabt, genau. der Polizei auch irgendwie auch mitgeteilt hat, wo ich aufgehalten habe. Ja, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, aber er saß dann selber in Haft und so kam halt raus durch den Brief ans LKA, weil sein Bruder bekifft war und vergessen hat, ihn einzuwerfen. Ja. So kam raus, dass er der Verräter ist. Boah. Und das ist halt schon brutal, weil ich bin da komplett vom Glauben abgefallen. Ich habe den ja immer als Freund gesehen. Ja. Boah, das ist wirklich hart, ey. Das war brutal. Okay, wie gesagt, das war's auch schon mit dem ersten Teil. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Schaut vorbei, nächste Woche kommt der zweite Teil und ihr habt auch gemerkt, das Leben von Christian und Anna ist sehr, sehr filmreif. Ja, du bringst auch einen Film wirklich auch raus, ne? Wir sind gerade in Verhandlungen wegen der Verfilmung, genau. Auch mit einem großen Streaming-Dienst. Ich will den Namen hier nicht sagen, aber den kennen die meisten noch, ne? Richtig, da sind wir gerade in den ersten Gesprächen jetzt. Geil, freue ich mich drauf. Ich schaue mir das auf jeden Fall an und ihr schaut nächste Woche bei uns vorbei.